Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mit aus dem Ruhrpott, und heute bauen wir Playtief, und zwar die Lidl-Filiale. Hier ist wieder das Aufbauvideo, und im Review schauen wir uns das mal an im Vergleich zu dem dänischen Modell, würde ich einfach mal sagen. Erstmal bin ich gespannt, was sich hier drin verbirgt. Vorderseite und Rückseite sind identisch. 929 Teile, 5 Figuren und Accessoires. Kompatibel mit allen handelsüblichen Klemmbausteinen. Die Figuren sind etwas anders, das weiß ich. Da haben wir drei Beispielbilder. Von unten nochmal dasselbe, von oben dasselbe. Ich meine, okay, ist ein bisschen Eigenwerbung für Lidl, aber Holz zu Holz. Ist halt ein Supermarkt, ne? Und dementsprechend kann man den verwenden. So. Hier sind auf jeder Seite drei Kleber. Eins. Zwei. Und den muss ich so machen. Drei. Und schauen wir mal, was sich hier drin verbirgt. Ja. Boah, ich würde sagen, passt voll. Und leer. So. Was denn schon mal haben? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Tüten. Und ich habe eine Anleitung gefunden. Jawohl. Hier Garantiezettel. Gültig für 3 oder 5 Jahre? 3 Jahre. 3 Jahre mit TÜV-Zertifikat. Dieser Garantiezettel ist für 4 verschiedene Modelle. Das Modell hier hat noch den internen Namen CL12813. Und das ist die Anleitung für knapp 939 Teile. Ja. Ne? 939 Teile, genau. So sieht sie von vorne aus. So von hinten. Wir haben eine Teileliste. Ein Teiletrenner muss auch dabei sein. Ja, Teileliste. Keine Nummern, aber eine Teilliste. Anleitung ist bis jetzt knitterfrei, außer wenn Markus damit spielt. Würde sagen, das, was gebaut wird, ist auf jeden Fall Vollfarbe.
Und das, was schon gebaut worden ist, ist ausgeblichen. Ist aber immer noch in Farbe zu sehen. Oh, gut. Hier haben wir den Stickerbogen. Das weiß ich aber. Jo, aber. Ist ein Spielset, ne? Und dann da war. Dann da war er auch. Sieht auch ganz gut aus. Jo. Ach so. Wir haben Bauschrittunterteilung, habe ich gesehen. Hier ist eine 1, eine 2 und eine 3. Eine 4 habe ich, glaube ich, auch gesehen. Und ich würde sagen, ich suche mal erstmal die 1 raus und melde mich dann gleich wieder. So, der erste Bauabschnitt hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tüten. Dann sind zwei Tüten dabei, die haben keine Nummer. Weil, sagen wir dies. Das müsste aber, wenn ich das richtig sehe, das Dach sein. Lege ich jetzt mal zur Seite. Und die hier, und das nehme ich mal an, sind die Bodenplatten, also braucht man die direkt. Gut, weil das so schön knistert, packe ich das aus und melde mich dann nochmal. So, ich habe mir das jetzt schön aufgeteilt. Hier sind vier Schälchen, Rest liegt vor mir. Steine sehen im ersten Moment schon mal ganz schön aus. Hier liegt zum Beispiel eine 4x4 Fliese. Ja. Da würde ich sagen, da ist nichts gegen einzusetzen. Einzuwenden. Die sieht gut aus. Die Grundplatte ist unterbaubar, aber nicht voll. Also da in der Mitte weniger als am Rand, aber sind auch gerade. Und laut Bauanleitung, ach so, Teiletrenner ist dabei. Relativ schön, blau, wertvoll. Und jetzt geht es mit der Anleitung los. Hier wird mir dann erzählt, erstmal, wie der Teiletrenner funktioniert, was er kann. Und dann, was, dass die Türen 1, 2 und 3 der Laden sind und der Einkaufswagenhalter. Die 4 sind die Figuren. Und hier sehe ich, wie weit ich mit dem ersten Bauabschnitt komme. Dann würde ich sagen, lege ich mal los und melde mich zwischendurch. Da habe ich jetzt direkt bei Bauschritt 3 wird gemerkt. Das ist Bauschritt 3, ja. Also man fängt mit diesen riesengroßen 4x4 an, was ja schon ungewöhnlich ist. Also sowas bei Leder als Boden, bei Lego als Bodenplatten, naja. Und ich gucke so und dann denke ich so, ah ja, alles klar, im Bauschritt 3, die müssen dunkler sein. Ja. Allerdings, also, ja, man sieht hier Bauschritt 2 und dann 3. Und da sieht man Bauschritt 4. Und was sieht man? Bauschritt 2 und 1 sind gleichfarbig. Ja. Entsättigt. Es sind nur entsättigt. Es gibt zwar auch dunklere, aber keine Fliesen. Und ich habe hier erstmal nach dunklen Fliesen gesucht. Das ist einfach nur, weil der Bauschritt davor entsättigt worden ist. Na gut, kleiner Anfängerfehler, geht weiter. Bauschritt 14 ist abgeschlossen. Und so weit bin ich gekommen. Steinequalität ist sehr, sehr gut. Klemmkraft ist sehr gut. Ein bisschen durchgezogen ist es gerade. Aber doch, die Klemmkraft ist gut. Oberflächen sind auch sehr gut. Wenn ich was zu bemäkeln hätte, dann wäre es in der Anleitung, würde es mich freuen, wenn bei den Plates Längenangaben beistehen würden. Manchen zumindest. Aber das wäre Meckern auf hohem Niveau. So, das war jetzt Bauschritt Nummer 14.
Jetzt fängt es schon an mit dem Aufbau, obwohl ich es interessant finde, dass, weil das ist ja wahrscheinlich das Kassensystem, ne? Und schon mal ganz schick. Okay, weiter. Ich habe jetzt Bauschritt 57 abgeschlossen und damit den ersten Bauabschnitt. Ich bin bis jetzt sehr, sehr begeistert. Klemmkraft ist gut, Steine sind gut. Bis jetzt habe ich diese Teile über. Wobei ganz interessant diese zwei Pins einmal in dunkelgrau und einmal in weißfarben sind. Ich habe hier das Flaschensystem und die Backwaren schon gebaut. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es von Lidl mutig, frech, keine Ahnung, direkt mit Weiß anzufangen. Weiß ist eine sehr, sehr schwere Farbe, genau wie Rot. Aber ich würde sagen, ist in Ordnung. Ja, wir haben einmal. Da ist wieder so ein weißer Pin dran. Jetzt hat er runtergeschaltet. Ja, dann man sieht also kaum Farbabweichung, wenn minimal. Da. Da drin Flaschenlager. Schönes Schiebetor. Ja. Dann, da kämen Aufkleber drauf, ein Telefon, eine Tastatur, ein Computermonitor, eine Uhr an der Wand, eine rote Lampe und halt so ein Spind, wo auch noch ein Aufkleber drauf käme. Also quasi wie Personalraum mehr oder minder. Dann haben wir da eine Backtheke. Sehr, sehr schön gebaut. Eben auch Aufkleber drauf. Eine grüne Tonne. Und dort haben wir den Flaschenautomat. Ja. Und auch sehr, sehr schön dargestellt. Mit Eingang für Flaschen, den Schlitz für raus, oben die Alarmlampe. Ja. Also sag mal ehrlich. Gefällt mir sehr, sehr gut bis jetzt. Und ich glaube, der hätte so ein Lego-Einkaufsladen schon mal seine Schwierigkeiten. Würde ich behaupten. So, jetzt gehen wir in Bauschritt Nummer 2 und damit machen wir, glaube ich, schon fast die gesamte Fassade fertig, dann kommt der Innenausbau von hinten. Und wir brauchen aus der anderen Tüte dann halt noch ein großes einmal 8 oder 10. Also so, das ist jetzt Tüte 2. Das kennen wir jetzt. Und da würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn ich die Tüten 2 aufgeteilt habe. Bis jetzt muss ich sagen, wow, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann nur sagen, Pletiv, bring bitte mehr davon raus. Sieht gut aus. Bin jetzt bei Bauabschnitt 2 und dann die Nummer 90 habe ich jetzt fertig. Und so weit bin ich gekommen und habe eine wunderschöne Kasse gebaut, die ja den Laden schon ziemlich einnimmt, aber richtig schön gebaut. Also hinten die Brottheke hatten wir ja schon und haben wir da so zwei Paletten. Und da haben wir auch Paletten. Und mit der Kasse. Und ich muss ehrlich sagen, es sieht gut aus, es sieht sehr schön aus. Nur mit den Paletten erinnert mich das eher an Aldi als an Lidl, weil Aldi ist dafür eigentlich bekannt, von Paletten raus, also früher so zu verkaufen und nicht Lidl. Aber das Bauen macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin sehr positiv überrascht und ich sag mal, ich könnte Lidl nur raten, mehr so Gebäude, also bis jetzt schon, mehr so Gebäudeelemente auf den Markt zu bringen. Ich glaube, die hätten so einen Absatz, das wäre unglaublich. Ich meine, da soll jetzt Lucky Luke kommen und so weiter.
Aber wenn die hier so City-Gebäude machen und so weiter, ey, das wird ein Hammer. Und ich sag mal, bis jetzt will ich schon sagen, nur von dem, was ich hier sehe, ich habe von Lego den Supermarkt gesehen, der ist ein Witz dagegen. Der ist einfach nur ein Witz. Also das hier macht richtig Laune und jetzt geht's weiter. Bauschritt 119. Ich habe unten schon die ersten Fenster eingebaut. Ja, man kann schön in den Laden schauen. Ladentür ist drin. Für diesen Bogen musste ich jetzt noch diese eine Tüte auspacken, wo keine Nummer drin ist. Aber ja. Ich habe im Moment wahrhaftig ein Fehlteil und zwar fehlt mir eine Käseecke. Aber vielleicht taucht die noch wieder auf. Bin mal gespannt. Aber schön und auch stabil. Und der Laden, doch, das Einzige, was mir jetzt schon auffällt in dem Laden, dass das Telefon klingelt. Okay. Bauabschnitt Nummer 2 habe ich jetzt abgeschlossen. Und jetzt kommen quasi die Tüten von Nummer 3. Wir sind bei Bauschritt 127. Soweit bin ich gekommen. Fensterfront ist drin. Hier Klimaanlage eingebaut. Vorne ist noch wackelig, aber es wird sich gleich legen. Da wird garantiert was drüber gebaut. Die Scheiben sind eigentlich relativ okay. Da sind jetzt meine Fingerabdrücke drauf teilweise. Aber ansonsten, man kann klar durchgucken. Also man erkennt mich da relativ gut drin. Und ich bin sehr, sehr angetan. Aufkleber habe ich jetzt nicht angebracht, aber gut. So, jetzt werde ich noch die restlichen Tüten auspacken und dann mal gucken, wie es weitergeht, ne? 7 Tüten habe ich jetzt noch und hier die Tüten im Dach habe ich ausgepackt. Und dann gibt es ja sogar noch den Bauschritt 4, die Figuren. Aber jetzt packe ich das mal aus und leg los. Bauschritt 132. Jetzt haben wir das Ganze dachtechnisch so ein bisschen stabilisiert. Ja, und man siehe da, es wird ein modulares Dach, was ich vorher gar nicht so wusste. Aber das heißt, man kann da rein und kann das theoretisch bespielen. Wie gesagt, jetzt fehlen hier innen drin eigentlich noch ein paar Noppen, wo man die Leute halt aufstellen könnte. Aber die Fensterfront ist jetzt sehr stabilisiert worden. Hier kommen dann später die Lidl-Werbung dran. Gefällt mir. Ich habe jetzt Bauschritt 143 gemacht. Mit dem Dach angefangen. Habe dann hier schon mal Beleuchtung eingebaut und hier einen Rand. Aber das Ganze hat einen Flitzebogen. Also mal gucken, ob sich das gegensteuern lässt. Ist jetzt alles andere war super. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber viele Bausteine sind es nicht mehr. Und es kommt ja noch der Kassenwagen. Nein, der Einkaufswagen. Auch. So, der Laden steht. Jetzt kommt noch, ich glaube, hier so für Einkaufswagen und so weiter. Sieht doch schon mal ganz nett aus, ne? Hier oben käme jetzt Aufkleber drauf, was für Solarpanel. Aber so muss ich sagen, schon, ja, doch, gefällt mir gut. Erster Teil abgerissen, ein Pöller. Und jetzt mache ich dann noch den Einkaufswagenstand. Und einen Einkaufswagen, glaube ich. Und die Figuren. Das seht ihr gleich. So, Bauschritt 3 habe ich auch abgeschlossen. Einen wunderschönen Einkaufswagen gebaut. Interessant, leider nur ein. Und eine Station für die Einkaufswagen. Ja, würde aber auch nicht so richtig passen. Schade. Das Dach ist sehr interessant gebaut, auf jeden Fall. So, jetzt kommen noch die Figuren und dann bin ich fertig. Ja. So, 4 Hände sind über, 2 hellhäutige, 2 dunkelhäutige. Dann habe ich das hier noch über. Allerdings, mir fehlt auch was. Und zwar, mir fehlt eine weiße Käseecke.
Aber das kann im Zählverfahren durchaus noch passieren, weil dafür habe ich andere Teile über. Meine Mitarbeiter und Kunden habe ich gemacht. Ich glaube, es sind alles nur Frauen. Na gut, kann man mit leben. Jeweils sind fünf Figuren dabei. Alle ein wenig unterschiedlich, was ich schon mal ganz nett finde. Dos. Und dieses Stück hier. Ja, und dann werde ich da jetzt ein wunderschönes Relief rausbauen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da sehr begeistert und angetan von. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und Lidl oder beziehungsweise Delta Sport oder Kaufland bringt gerne mehr davon von solchen Gebäuden raus und so weiter. Das könnt ihr, es ist echt gut. Das werdet ihr auch im Review nochmal sagen. Also sehr, sehr gut. Gut, das war's soweit. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wer es schon mal gebaut hat, was ihr davon haltet. Ich werde hierfür noch ein passendes Review fertig machen und dann auch online stellen. Und ansonsten bestelle ich euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Ich bin der Markus. Heute grüße ich mal Frankfurt an der Oder. Und allen anderen wünsche ich Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Und immer schön Däumchen geben, bitte. Danke. Ciao.